Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4, wo wir jetzt zu General Atomic wollen. In der letzten Folge ist mir leider so viel passiert, es ist so viel schief gegangen. Ich habe ja aus Versehen die komplette Werkbank mitgenommen und ich musste alles wieder wegpacken und dann habe ich natürlich geguckt, ein bisschen die Waffen zu optimieren, unser Zuhause ein bisschen zu verschönern. Das hat alles so viel Zeit gekostet, aber in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall gucken, dass wir mal im DLC vorbeischauen, damit wir mal da ein bisschen vorankommen und ich will vor allem meinen eigenen Roboter bauen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, und auch hier zählt wieder, wenn ich etwas übersehe. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Dann wird das gelootet, aber hier hinten waren wir schon überall. Das haben wir ja schon alles gemacht. Genau hier wie den Blutsack, der müsste eigentlich leer sein. Ja, ich gehe jetzt nicht gucken. Also der zählt jetzt nicht, ne? Also ich springe jetzt hier nicht ins Wasser, damit ich nochmal hinten rumschwimmen darf. Aber das hier nehme ich mit. So, wir sollen zu General Atomics. Das ist rechts von uns. Also da müssen wir hin. Einmal um die Fabrik rum. Ah, die Mylock-Eier sind aber nicht alle neu. Vorsicht, Sir. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hallo, Mylock. Schießen wir in den Kopf? Kritik. Und direkt kaputt geschossen. Ein Mülleimer. Da kommen wir... Gideous Buttercup Bein. Ja, ich komme da jetzt gerade nicht hin. Ah, ich kann doch einfach hier durchgehen. Das geht natürlich auch. Hier haben wir nichts. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch einen Malpinsel. Leere Farbeimer und ein Mülleimer. Gut, dann gehen wir mal eben zur Mülltonne. Ach, da war noch nicht mal was drin. Super. Na gut, wir gehen mal weiter den Weg, bevor wir hier alles looten. Ich will jetzt auch nicht unbedingt kämpfen. Ich will jetzt gerne zu der Fabrik da. Weil wir wissen ja, die Gegner, die spawnen ja alle neu. Und ich weiß gar nicht, waren wir hier schon mal? Hier waren wir noch nie. Und das wollten wir eigentlich noch machen. Aber ich will jetzt doch ganz gerne ein bisschen mal Mission machen. Hier ist die General Atomic Fabrik. Okay. General Atomics Fabrik. Cool, die Supermutanten da lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier rein in die Bude. Das wird bestimmt kein netter Empfang, weil wenn hier diese Roboter sind, die sind ja sehr aggressiv und auch bestimmt nicht ganz ohne. Da bin ich mal gespannt. Ich will ja mal unser Maschinengewehr testen. Oh. Das Maschinengewehr gefällt mir jetzt schon. Okay, das war nur ein Augenbot, aber... Oh! Der hat mich ein bisschen erschrocken. Na komm, zeig dich. Schießen wir auf den Torso. Jawohl, Level up! Servo-Mech-Müllbot. Das sind Müllroboter. Also für Maschinengewehr zieht das richtig gut. Das verrutscht nicht so sehr. Also hat eine gute Rückstoßdämpfung. Und wir setzen die Gegner sogar noch im Brand. Ich loote hier gleich alles. Ich will jetzt gerade mal die Gegner ausschalten, die hier oben sind. Sind hier noch welche? Oder sind die jetzt weiter weg? Okay, ich glaube, wir haben jetzt gerade mal Zeit. Dann kann ich ja doch mal looten. Fange ich mal hier an. Dann loote ich hier mal alles durch. Mach mal Lampe an, damit man auch besser sieht.
weil sonst ist es ja an manchen Stellen zu dunkel. Oh, Teslas Forschung. Ja. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Das ist richtig gut. Wir nutzen ja Energiewaffen. Den Ordner nehmen wir noch mit. Dann haben wir hier nichts. Gut, hier haben wir auch nichts. Okay. Telefon, Ordner und hier Medex. Redex meine ich. Schere, Lernbrett. Hey, hänge ich hier im Stuhl fest. Ein Globus. Okay, das war das Büro. Hier, das natürlich noch mitnehmen. Telefon und... Okay, dann haben wir hier alles. Dann kommt dieser Raum hier. Tasse, Feuerzeug. Wir brauchen Schrauben. Wie finden wir denn Schrauben am besten? Auch eigentlich, wenn wir Roboter kaputt machen. Die haben doch auch Schrauben, oder? Rein theoretisch. Nein, auslassen. Ja, ja, ihr kommt in Frieden. Merkt man ja, wie die im Frieden kommen. Geschafft. Ah, wir sind ja auch in... Oh. Das ist eine große Halle. Ich glaube, da gucken wir dann gleich mal nach. Silberne Taschenuhr. Klebeband. Okay. Das hier... Hallo? Ich will den Mülleimer da wegschmeißen. So. Müll entfernt. General Atomics ID-Karte. Okay. Wessen Terminal war das jetzt? Ich habe jetzt den irgendwas mit K. Persönliche Aufzeichnungen. Stellenzuweisung. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Mr. Kincaid. Wir hoffen, dass Ihre Versetzung von der Fabrik reibungslos verläuft. Als menschlicher Aufseher vor Ort werden Sie in der General Atomics Gallery dafür sorgen, dass der wachsende Kundenstamm von General Atomics schon bald ein ganz neues Shopping-Erlebnis genießen wird. Ah, damit können wir in den General Atomics rein. Da können wir uns dann ausgeben, dass wir der neue Aufseher dort sind. Cool. Dann haben wir jetzt die ID-Card. Wir versichern Ihnen, dass dies ein angenehmer Arbeitsplatz ist, der Ihnen nur sehr wenig Mühe oder Stress bereiten wird. Sie müssen einfach nur die Arbeit der vollständigen automatisierten Belegschaft überwachen. Wir gehen davon aus, dass nur sehr wenig Einschreiten ihrerseits nötig sein wird, da die Roboter von ihrem Einsatz umfassende Tests unterzogen wurden. Danke für Ihre Dienste an unserem Unternehmen, General Atomics Zentrale. Cool. Achso, das hatten wir schon. Danke für nichts. Ich opfere Jahre meines Lebens, um die Fabrik am Laufen zu halten. Und das ist der Dank. Ich soll einen Haufen Roboter babysitten, die Tante Emma Laden spielen? Das ist lächerlich. Glauben Sie denn, ich weiß nicht, worum es hier wirklich geht? Worum es hier geht? Altersdiskriminierung. Ich bin noch so gut wie jeder 25-Jährige, aber Sie sagen mir, Mr. Kincaid, Zeit für den Ruhestand. Sie sollten reisen, Mr. Kincaid. Verbringen Sie doch Zeit mit Ihrer Familie, Mr. Kincaid. Tja, ich will das alles aber nicht. Ich will hier sitzen und diese Fabrik leiden, wie ich es seit Jahren tue. Ah. Oh, warte mal, ich habe den letzten Teil jetzt übersprungen. Die Arbeit hier bringt mich noch um. Ich werde mich buchstäblich zu Tode langweilen und daran sind nur die schuld. Okay, wir haben jetzt die ID. Dann können wir jetzt darüber gehen. Also irgendwann mal. Und können dann da den Aufseher sagen, dass wir der neue Typ sind, der jetzt hier gucken soll. Wir gehen gleich erst da hinten lang. Erstmal unten gucken. Das nehmen wir mit. Neue Roboter-Mods haben wir bekommen. Cool. Kamera. Hier haben wir nichts. Dann gucken wir erstmal hier unten. Das nehmen wir mit. Blechdose. Geht hier das Buttercup. Nehmen wir auch mit. Mentats. Dann haben wir hier Aluminiumkanister, Klemmbretts und ein Becher. Hier auch noch. Nehmen wir mit. Das nehmen wir auch noch mit. Ein Ordner und ein Stift. Die Skelettdame kann ich da nicht wegschieben. Dann gucken wir mal hier. Memos.
Erinnerung zu HD Miss Heiß. Mit Einführung des neuen Mrs. Nanny Mod. Was? Miss Nanny Modells werden Kunden versuchen, defekte Einheiten zur Reparatur in die Fabrik zu bringen. Weisen Sie in solchen Fällen bitte den Kunden höflich darauf hin, dass gemäß unseres Garantieprogramms defekte Einheiten vor der Reparatur erst die vorgeschriebenen Kanäle durchlaufen müssen. Auch wenn dies die Kunden frustriert, sollten Sie darauf hinweisen, dass Kundendienstzufriedenheit das oberste Ziel von General Atomics ist. Nutzen Sie diese Gelegenheit außerdem, Sie auf unseren neuen Qualitätssicherungsflügel hinzuweisen, der die Menge der defekten Einheiten minimiert, die unser Haus überhaupt erst verlässt. Als Empfangsmitarbeiter sind Sie das erste Gesicht, das unsere Kunden sehen. Sorgen Sie dafür, dass es ein freundliches ist. Kaffeewünsche. Ich notiere mir das mal, damit ich beim nächsten Mal nichts verbocke. Mrs. Kincaid, Cappuccino, extra Schaum, kein Zucker. Miss Smith, Latte, fettreduzierte Milch, 3 Löffel Zucker. Okay, das ist ja uninteressant. Interessiert uns ja nicht, was mit denen ist. Fabrikbesichtigung für Investorengruppe von General Atomics, 26er Teammeeting der Fabriktechniker und ja, gut, Kennenlernparty. Auch alles nicht so wichtig. Das nehmen wir mal mit. Robo hören Torso. Okay. Hier finden wir jetzt also Roboterteile, die wir dann selber bauen können. Aber leider brauchen wir Schrauben. Wir brauchen Schrauben. Zigaretten nehmen wir auch mit, aber dennoch brauchen wir Schrauben. Hier sind die Toiletten. Dann gucken wir doch mal nach. Hier haben wir auch noch Gwinnett. Okay. Ah, Buff als Vorkriegsgeld. Okay. Der hat sich wohl einen Schuss gegeben. Mit Buffout und hat einen Herzinfarkt bekommen oder so. Oh, die Wände hier sehen ja auch ganz toll aus. Lass mich mal durch, Ada. Hier haben wir nichts. Aha, Medex, eine Riesenspritze. Skelette kann man auch gar nicht aufheben. Überhaupt habe ich gerade ein bisschen Probleme, hier Sachen aufzuheben. Okay, hier ist nichts. Die Türe ist auch nicht mehr so super Zustand. Kombi-Schraubenschlüssel, Bossenbügel, Flansch. Okay, alles so ein bisschen. Ein paar Bauteile, wie auch immer. Ist doch eine Türe, hier kommen wir nicht durch. Okay, wahrscheinlich später noch oder so. Ich weiß es nicht. Na gut, jetzt können wir hier unten lang gehen. Hier haben wir ja den einen abgeschossen und wir waren ja eben da oben. Hier waren wir eben. Wir waren noch nie zuvor in dieser Fabrik. Doch als Jackson die Mechanist-Roboter sah, befahl er uns fast unverzüglich umzukehren. Agrestron-Torso? Okay. Hallo, ich hänge fest. Ich komme hier... Ach, wegen dem Rohr. Das kann ich alles gar nicht nehmen. Dort, das hier Flansch. Das kann ich auch nehmen, aber die ganzen Teile hier kann man gar nicht looten. Kann ja auch nicht mal hochheben. Aber hier noch. Das, das, das und das. Das hier auch. Das hier auch. Da muss man aber auch ganz genau hingucken. Dann haben wir noch Nuka Cola. Ein Mülleimer. Wenn ich mir diese Ausrüstung ansehe, fühle ich mich hier wie zu Hause. Das nehmen wir auch alles mit. Der kann, keine Ahnung. Den kann ich... So. Einfach mal zur Seite geschmissen. Eine Glühbirne, abgenutztes Klemmbrett. Komme ich da auch rein? Die Türe kriege ich nicht auf. Aber da ist doch... Da ist Redaway drin. Wie komme ich denn da hin? Da ist auch ein Feuerlöscher. Wieder rein. Kann ich da von oben irgendwie? Ich weiß nicht, wie ich das aufkriegen soll. Da ist auch der Computer hier geht nicht. Wahrscheinlich von einem anderen Ort aus. Hier haben wir nichts. Ah, hier haben wir noch Benzin. Hat er sich angezündet mit Feuerzeug? Oh Gott. Okay.
Okay, ich verstehe, was er gemacht hat. Dann haben wir hier... Ja, soweit nichts mehr, ne? Da war nichts drin. Das hier nehmen wir noch mit. Oh, ein Roboter. Irgendwo da oben. Egal, der wird ja schon kommen. Dann kriegt er einen drauf. Benzinkanister. Das hier nehmen wir auch alles mit. Ja, das nehmen wir auch mit. Das hier auch. So, jetzt dürfen wir hier unten alles fertig haben. Jetzt können wir da durchgehen. Oder wir gehen erstmal... Na, wir gehen erstmal hier durch. Ich speichere mal. Einsteiger entsperren. Okay, dann wollen wir doch mal. Slip war es nicht. Das war es auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Das wär's. Das war's. Ich könnte auch immer nach den Buchstaben gehen, aber ich mache ja immer, dass ich die falschen Wörter entferne. Dann öffnen wir doch mal das Magnetschloss. Ich speichere nochmal. Maschinengewehr gefällt mir sehr gut. Ich hatte so eine Tesla-Hand. Ich kann ja mal natürlich auch mal das Gewehr jetzt ausprobieren. Ja, das ist natürlich nochmal heftiger vom Schaden her. Roboterwerkbank verfügbar, neues Modell. Na, bleib stehen. Ja, komm her, ich zeig dir. Test Area, okay. Ich, der Mechanist, bringe euch ein Zeitalter. Legendärer Müll. Integrierter Müllbord, okay. Oh, was macht er denn für einen Schaden? Was? Was zum Teufel? Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich nehme mal das Lasergewehr. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Okay, den hätten wir. Den haben wir auch. Da kommt der nächste. Dann schießen wir mal auf den Torso. Aber das Maschinengewehr ist trotzdem gut. Aber die Laserwaffe ist natürlich jetzt vom Schaden her richtig stark. Wir looten gleich. Ich will mal eben hier die Feinde beseitigen. Ja, ja, du, der Mechanist. Oh, jetzt ist der mutiert. So, Zündrüstung. Oh, ich laufe schon wieder rein. Das gibt's doch gar nicht. Boah, ey, seine Explosion macht aber auch richtig viel Schaden. Verdammt. Okay, wir müssen den kommen lassen, dann schießen wir den vom Weiten kaputt. Verdammter Mist. Nein, das war leider nicht der letzte. Was schießt denn da? So. Jetzt gleich kommt der eine. Was? Ich bin direkt so beschädigt, dass ich alles gebrochen habe. Legendärer Gegner ist mutiert. Jawohl. Boah, selbst jetzt sind wir schon fast tot. Sag, was hat denn der Fetalius mit seiner Explosion? Okay, dann essen wir jetzt erstmal so ein bisschen Zeug hier. Aufbereitetes Wasser können wir noch sehen. Wir sind noch ein Level up. Okay, komm, machen wir mal eben. Level up. Ich will
Ja, ist schwierig. Ich will so vieles machen. Ich würde sagen, ich mache noch mal ein bisschen den Schaden hoch. Hier 15% mehr Schaden. Ne, das war jetzt sogar doch 15% mehr Schaden. Das dauert sowieso nach Level 47. Aber so machen wir schon mal viel mehr Schaden. Da oben hinter der Türe ist das. Ich würde sagen, wir looten jetzt erstmal. Hebemann, Schere, Schraubenzieher. Das ist hier der ganze Kram, den nehmen wir mit. Die sind doch hinter der Türe da. Vielleicht ein beschädigter Sensor? Hallo? Ranzoom? Nee, man kann da gar nicht durchschießen. Durch die Türe geht das nicht. Na gut, dann haben wir ja Zeit. Dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier looten können. Dann kommen die ja wohl da nicht durch. So sieht das zumindest aus. Auch das hier können wir auch nochmal entsperren. Machen wir doch einfach mal. Ich versuch's jetzt einfach. Einfach mal so schnell. Gut Glück. Hat geklappt, aber die Tür ist eh schon offen. Da die Türe offen ist, hier haben wir eh schon gelootet. Ah, hier aber noch da. Das hatte ich übersehen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Das nehme ich mit. Das hier nehme ich, das Template. Right away. Klebeband, jede Menge Klebeband, Schraubenschlüssel. Aber ansonsten haben wir hier auch alles, ne? Auf dieser Seite zumindest. Dann gucken wir mal hier. Das nehmen wir auch. Stange Zigaretten. Da haben wir nichts. Ja, ja, Bewohner des Commonwealth. Red ist hier hoch. Radioaktivität. Blutpakete nehmen wir mit. Hier haben wir nichts. Das machen wir gleich. Hast du die jetzt oben durchbekommen? Oh, 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 ganz viel Radioaktivität. Da ist alles radioaktiv verseucht. Mit durch die Fässer. Ja, hier haben wir alles gemacht. Dann können wir jetzt weitergehen. Das nehmen wir noch mit. Das hier auch. Aggressotron-Kopf. Und hier. Aha, Zündrüstung. Vergrößert die korrekten Bereiche beim Knacken vom Schlösser. Naja, brauchen wir nicht. Aggressotron-Kopf. Hier geht's noch höher. Die schicke Haarbürste. Okay. Aha, guck mal da. Quanten-Robo hören. Nein, nicht auf die Granate. Ja. Ja. Untersuche das Robo-Hören. Das machen wir gleich. Ich will hier erstmal noch ein bisschen looten. Jetzt haben wir ja Ruhe. Und endlich auch keine blöde Durchsage mehr. Terminal-Experte. Dann schauen wir doch mal. Okay. Hier. Dann haben wir das noch. Dann haben wir hier. Und das hier. Das auch. Also der hat gar keine... Ja, war ja nur noch das. Mehr oder weniger. Na gut, dann schauen wir mal. Was haben wir denn? Hallo? Hallo? Hä? Es passiert gar nichts. Das war's. Das ist der Monitor. Was ist denn das für eine Verarsche? Wie bescheuert ist das denn? Dann knackt man den Code und dann hast du da gar nichts. Oh. Toll. Hat sich ja richtig gelohnt. Da kommt Freude auf.
Ja, hier sind Regale. Hier haben wir zumindest was, was wir looten können. Wie schön. Ja, eine Plasmagranate hat das einzige Sinnvolle da. Na, dreh dich richtig rum. Da ist nichts drin. Okay. Brustkorb. Okay. Warum? Naja, muss man nicht verstehen. Hier oben sind wir fertig mit Looten. Dann können wir jetzt unten in dem letzten Abschnitt gucken. Hier haben wir auch schon geguckt. Da ist nichts. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Hier hatten wir schon geguckt. Den haben wir auch schon gelootet. Hier haben wir noch eine Blechdose. Ah, natürlich müssen wir das auch aufknacken. War ja klar, war ja klar. Okay. Das wär's. Das haben wir auch. Was ist das denn? Schuss, Einschusslöcher oder was? Keine Ahnung. Abraxo-Putzmittel darf natürlich nie fehlen beim Looten. Da haben wir nichts. Feuerlöscher ist kaputt. Das Ding gehört in ein Museum. Na, überladen. Blöder Feuerlöscher. Hier ist nichts drin. Silbergabel. Okay. Hey. Ada, du musst mal Zeug für mich nehmen. Und zwar, ja okay, wir haben ja fast nur Müll, ne? Also hier so, ja, Schrott. Eigentlich nur. Dann nimm mal das, was du tragen kannst. Ich hoffe, sie kann alles tragen. Dann haben wir nämlich doch genug Platz, um direkt dann weiterzumachen, ohne dass wir jetzt direkt wieder nach Hause müssen. Aber wir haben hier eine Menge Müll gefunden. Das ist schon heftig. Na, komm schon. Gut, das hätten wir. Wo geht's denn hier hin? Oh, alles verschlossen hier. Aber kein Problem für uns. Wir haben die Haarklammern. Wir kriegen hier alles auf. Alles gelootet, was wir looten können. Schraubenzieher, Klemmbrett, Stimpaks. So. Das hätten wir auch. Psycho, Ventilator, Klebeband, Schere, Zahnpasta und ein Tresor. Na, fast richtig. Na, ich dachte schon, das wär's. Ich wollte schon loslassen. Ja. Jawohl. Ein paar Patronen, das ist immer gut. Vor allem unser Maschinengewehr, was wir haben, das verschießt ja 38er Kaliber. Und dadurch haben wir dann richtig viel Munition. Also da haben wir erstmal keine Probleme mit der Munition. Das finde ich richtig cool. Und vor allem auch Brandmunition. Wenn die Feinde mal abhauen, dann brennen sie wenigstens noch ein bisschen. Das freut mich wirklich sehr. Da müssen wir rein. Das machen wir mal als letztes. Wir gucken uns erstmal hier um. Ein Feuerlöcher. Ah, hier kommen wir dahin. Hier haben wir noch Zahnrad und Flansch. Das gibt aber, glaube ich, da vorne haben wir auch noch da. Da müssen wir nochmal gucken. Nicht, dass ich das noch übersehe. Aber erstmal hier schauen. Weil dieser Flansch und so, das wiegt ja auch alles so viel, ne? Aber komisch, aufheben kann ich ihn nicht. Ich kann hier rumkicken, aber ich kann ihn nicht hochheben. Verstehe ich nicht. Okay, Nuka-Cola-Flasche. Naja, das noch. Dann haben wir das schon mal. Da lag noch ein Bergbauhelm, da gucken wir gleich auch nochmal nach. Dann machen wir das doch mal. Gucken wir erstmal hier auf der Seite nach. Haben wir hier noch was? Nein. Weil man weiß ja nie, ist ja immer alles so versteckt hier. Manchmal findet man noch richtig gute Sachen. Deswegen sollte man immer zwei, dreimal schauen. Weil es ist ja schade, wenn man was Gutes übersieht. Weil gerade die versteckten Sachen sind ja meist sowas wie Fat Man oder andere gute Waffen. Hier zum Beispiel Patronen jetzt hier oben. Ist zwar nicht so versteckt, aber immerhin, da kommt man noch nicht weiter. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Ja, aber du hast deine ganzen Leute verloren. Aber mach dir nichts draus, jetzt bist du bei uns und wir passen aufeinander auf. Das hoffe ich doch, Ada.
Ich will jetzt mal eben schauen. Ah, eine Dose. Mal eben schauen, dass wir da hinkommen. Kommen wir da überhaupt hin? Ich komme da gar nicht hin. Oder? Ach, das geht doch. Ha, geht alles, wenn man nur will. Ah, oder man fällt auch runter. Ja, das geht natürlich auch. Ich wollte Anlauf nehmen und dann losrennen. Egal, so weit ist das jetzt nicht. So ist das halt, wenn man lootgeil ist. Dann will man dann alles mitnehmen. Und ja, man braucht ja auch leider alles. Siehst du mal selbst. Es fehlen ja jetzt zum Beispiel Schrauben. Wer hätte denn gedacht, dass wir Schrauben brauchen werden für unsere Siedlung? Ich hätte, erst hatten wir Klebeband. Immer wieder Probleme mit dem Klebeband. Und jetzt sind das Schrauben. Es fehlt immer was Neues. Demnächst fehlt, keine Ahnung, Kupfer oder so. Ach, diese Magnettüren, ne? Die dauern immer lange, lange, lange. Ah, hier ist alles radioaktiv verseucht, verdammt. Okay, ich muss mal hier Red X und Red Away nehmen. Mechanistgerät. Plasmakartusche, Roboterhörn, Ketten und Netzrelease-Spule. Schmortopf und Kochtopf. Wieso ist das hier so radioaktiv? Ich komme da nicht hin. Da. Ich darf das da nicht öffnen. Da ist Loot dahinter, aber ich kann da nicht dran. Das zählt natürlich nicht. Also, wenn es da Loot gibt, wo man gar nicht hinkommt, da kann ich ja nichts für. Sonst würde ich das ja looten. Ich würde ja alles looten, aber es geht ja nicht. Darf ich ja leider nicht mitnehmen. So, hier haben wir noch Patronen und Munition und andere Waffen. Alles gut und schön. Hier, das nehmen wir noch mit. Ah, da haben wir noch ein Klemmbrett. Da komme ich aber gerade nicht hin. Hallo? So. Na, da komme ich nicht dran. Ha, komme ich doch noch dran. So. Das hier noch alles. Nichts drinnen, aber hier die Dose. Was ist denn hier so laut? Das Rohr hier ist voll laut. Hier haben wir noch eine Tasse. Augenbot. Ich glaube aber, dass wir dann hier fertig sind. Ja, wir müssen mit Ada reden. Das machen wir mal. Aber erstmal, wenn wir hier weg sind. Hier unten war auch noch eine Türe, ne? Hier unten war noch eine Türe irgendwo. Da. Da ist noch eine Türe. Testfabrik. Sicherheitstüre öffnen. Türe öffnen. Oh, ich hätte speichern sollen. Ich speichere jetzt mal. Wer weiß, was uns da erwartet. Weil es Testbereich, da können jetzt auch Roboter sein, die auf uns schießen. Nix. Hallo, Einheit 761. Willkommen in der Abteilung für Qualitätssicherung. Wir stellen sicher, dass sie gemäß unserer hohen Standards funktionieren. Wir müssen ein paar Tests durchführen, bevor sie ihre Pflegetätigkeit wieder aufnehmen. Gehen Sie jetzt bitte in die erste Testkammer. Zuerst testen wir ihre erzieherischen und verhaltensbeeinflussenden Fähigkeiten. Ein Kollege spielt ihren hypothetischen Schützling, den kleinen Timmy. Der kleine Timmy hat beim Fangenspielen eine wertvolle Vase zerbrochen. Die Vase war ein unersetzliches Familienerbstück. Bitte bestrafen Sie das Kind entsprechend. Ist er tot? Fantastisch. Die angemessene Strafe war die Trennung des Kindes von potenziellen Unterhaltungsmitteln. Und nicht vergessen, körperliche Züchtigung ist streng verboten, solange der Nutzer diese nicht in ihrer Konfiguration aktiviert. Gehen Sie bitte in die zweite Testkammer. Ja, gleich. Okay, das Radio war das, was wir ausschalten mussten. Ich habe das jetzt einfach nur ausgeschaltet wegen der GEMA-Songs. Ich wollte halt nicht, dass das Radio läuft, weil sonst habe ich da wieder Probleme mit der Musik. Aber gut, da haben wir jetzt direkt die erste Aufgabe hier gelöst. Aber ja, Timmy war unartig und Timmy ist jetzt tot. Cool, Timmy. Hast du gut gemacht. Das war deine Strafe, der Tod.
Oh Mann, hier Schirmständer nehmen wir noch mit. Ich glaube, hier haben wir alles gelootet. Jetzt sollen wir in den zweiten Raum gehen. Ich habe aber irgendwie Angst, dass hier noch was Böses passiert. Eine Scanny-Einheit muss die Bedürfnisse ihrer Schützlinge erkennen. Bitte bewerten Sie den Zustand des weinenden Kindes und erfüllen Sie seine Bedürfnisse. Hä? Was? Das Testbaby. Wie bescheuert. Dein Ernst? Ich soll jetzt das Baby füttern? Richtig. Das Kind hatte Hunger. Ihre Tonfallanalyse scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sicherzustellen, dass keine veralteten Schalldämpfungsprozeduren in Ihrer Programmierung verbleiben. Gehen Sie jetzt bitte in die dritte Testkammer. Da vorne, okay. Ich speichere jetzt erstmal. Ich will natürlich hier noch alles looten. Holzblöcke. Haben wir hier sonst noch etwas? Kaputtes Bett. Ja, einfach nur die Babyflasche dahin schmeißen. Darf ich den... So. So kann man das auch machen. Jetzt darf ich den nicht mehr aufheben. Doch, das geht noch. Ach, das Fenster ist zu. Komm, kommst du mal mit zu Timmy? Timmy war böse, deswegen hier Timmy. Kannst du mit Testbaby spielen? Oh, guck mal da. Was ich da noch alles übersehen habe. So, Timmy kümmert sich jetzt um das Baby und wir kümmern uns um den Loot. Wie bescheuert, aber irgendwie cool. Irgendwie feiere ich das auch. Aber dennoch, ja, mit Ada müssen wir auch noch sprechen. Ich speichere lieber nochmal, wer weiß, was jetzt passiert. Redex, okay. Das nehme ich auch. Hier ist ein Safe. Muss das Terminal finden. Na komm, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wir testen jetzt Ihre Gefahrenerkennungsmatrizen. Richten Sie diese Umgebung kindersicher ein, indem Sie gefährliche Objekte dorthin bewegen, wo kleine Hände Sie nicht erreichen. Machen Sie das Zimmer kindersicher. Kindersicher? Wo kleine Kinder nicht drankommen, verletzliche Gegenstände. Ja. Keine Ahnung, das Messer oder die Gabel, die muss woanders hin. Hier hin. Die Schere weg. Kann ich hier nicht einfach alles looten? Entfernen Sie Gegenstände, die zu Verletzungen führen können. Ja, ja, ich entferne einfach alles. Dann. Oh nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. Mach einfach alles weg, dann kann das Kind, was eh nicht da ist, sich aber auch nicht verletzen. Ausgezeichnet. Alle potenziell gefährlichen Objekte befinden sich außerhalb der Reichweite des Kindes. Kinder haben einen Hang dazu, Möglichkeiten zur Selbstverletzung zu finden. Sie sind nie wirklich sicher. Absoluter Fleiß ist erforderlich. Glückwunsch! Anscheinend sind Sie voll funktionsfähig und bereit für die Rückkehr in den Dienst. Nehmen Sie sich bitte beim Rausgehen einen Ersatzfusionskern aus dem Safe. Oh! Wie cool! Ein Fusionskern! Yeah, immerhin ein Fusionskern. Wie cool! Hey! Handeln? Ey da, ich gebe dir mal Zeug. Und zwar hier Schrott, ganz viel Schrott. Du nimmst das doch alles gerne. Ich hoffe, die kann doch so viel tragen. Ja, das sieht gut aus. Die kann auf jeden Fall können wir wieder schnell gehen. Wunderbar. Die kann ja echt viel tragen. Ich will dich tun. Ja, das hätten wir. Lass mich raten, wir kommen jetzt wieder da raus, wo ich gesagt habe, die Tür kann man bestimmt später öffnen. Türe öffnen, Zugriff auf Magnetschlösser. Ja, ja, Türe ist geöffnet. Und hier dürfen die Toiletten... Ja, genau, wir sind einmal im Kreis. Das heißt, wir sind jetzt hier fertig, dann reden wir nochmal zum Abschluss mit Ada. Hallo. Boah, die ist so unheimlich, wie die läuft.
Hey. Hallo, ja. Ada, reden. Hey, Ada. Haben Sie etwas bei diesem Roboter gefunden? Roboter mit einem Gehirn. Hey, hast du schon einmal so einen Roboter mit einem Gehirn gesehen? Nein, aber meine alte Karawane hat beim Erkunden von Militäreinrichtungen Aufzeichnungen über solche Roboter gefunden. Laut meinen Datenbanken nennt man sie Robohirne. Sie zielten zu den technisch überlegensten Robotern aller Zeiten, aber das Modell ging nie voll in Produktion. Ja, in Fallout 3 gab's die ja schon vermehrt. Seltsames Gerät. Er hatte dieses seltsame Gerät bei sich. Also, mal sehen. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So hat der Mechanist wohl das Robohirn im Auge behalten, das sie zerstört haben. Als nächsten logischen Schritt müssen sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Hä? Das ist doch dann weiß er doch, wo wir sind. Bist du sicher? Bist du sicher? Obwohl ich nur mit 78,3% Wahrscheinlichkeit recht habe, möchte ich erwähnen, dass das unsere einzige Spur ist. Solider Plan. Klingt nach einem guten Plan. Freut mich, dass Eigentlich Sie das nicht. Auch so sehen. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Zum Wohl der maximalen Effizienz sollten wir weiter zusammenbleiben, bis der Radarpeilsender erfolgreich eingebaut wurde. Ja, aber ich muss doch noch eine Roboterwerkbank bauen, verdammt. Ach, Mann, wir müssen irgendwie erst Schrauben finden. Gut, ich würde sagen, ich bringe jetzt hier mal den ganzen Loot weg. Wenn ich auf den Timer gucke, sind wir eh am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde mal alles wegbringen an Loot, was wir haben. Vielleicht habe ich ja dann doch eine Schraube dabei. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen, dann nehmen wir Kate wieder mit. Dann suchen wir mal ein bisschen im Ödland rum. Und irgendwo wird sich ja eine Schraube finden lassen. Aber das erfahren wir dann übermorgen in einer neuen Folge von Fallout 4. Und bis dahin, tschüss.